Heute ist ein besonderer Tag. Heute werden überall in Deutschland Geschichten vorgelesen. Denn heute ist bundesweiter Vorlesetag. Gerade jetzt, wo die Pandemie unser Zusammenleben auf die Probe stellt, kommt dem Lesen, dem Vorlesen, dem Zuhören, dem Lauschen von Geschichten eine ganz besondere Bedeutung zu. Weil es verbindet uns miteinander, aber auch uns mit der Welt und weil es glücklich macht. Deswegen möchte ich heute aus dem Kinderbuch Ein Rucksack voller Glück vorlesen. Darin geht es um Mia und Flo, die lernen wollen, was es so alles mit dem Glücklichwerden und Glücklichsein auf sich hat. Flo und Mia haben sich so auf das Wochenende gefreut. Sie wollten alle zusammen einen Ausflug ins Spaßbad machen. Aber daraus wird nichts, denn das Auto muss in die Werkstatt. Das ist gemein, schimpft Flo. Jetzt habe ich ganz, ganz miese Laune. Genau, sagt Mia. Und dann ist auch noch meine Lieblingsjacke in der Wäsche. Und die Sonne scheint heute nicht, sagt Flo. Und, will Mia gerade sagen, aber da ruft Mama, stopp, ihr miese Peter. Habe ich euch eigentlich schon einmal von dem Glücksrucksack erzählt? Glücksrucksack? Was ist das denn, fragt Mia. Mama macht ein geheimnisvolles Gesicht. Stellt euch vor, erklärt Mama, dass jeder Mensch vom Baby bis zum Opa einen unsichtbaren Rucksack auf dem Rücken mit sich herumträgt. Darin sind Gefühle und Gedanken, gute, aber auch die schlechten Gefühle. Wenn dein Rucksack voller glücklicher Gefühle und guter Gedanken ist, fühlst du dich, als ob du Flügel hättest. Alles fällt dir leicht, es geht dir gut. Flo nickt. Und wenn du schlechte Gedanken und Gefühle hast? Dann fühlst du dich so schwer, als müsstest du eine Ladung Steine mit dir herumschleppen, sagt Mama. Aber gegen schlechte Laune können wir etwas tun. Wir machen jetzt einen Spaziergang im Park. Denn Bewegung füllt unsere Rucksäcke mit guten Gefühlen. Schaut mal, oft kann man den Menschen schon ansehen, was sie in ihrem Rucksack mit sich herumtragen, sagt Mama. Flo und Mia entdecken einen alten Mann, der ganz gebeugt geht. Das ist der Herr Mergel. Sein Hund ist gestorben, flüstert Mia. Sicher trägt er deswegen ganz traurige Gedanken mit sich herum. Herr Mergel geht ganz langsam, als ob eine schwere Last ihn drückt. Und die Frau da drüben, die freut sich, weil ihr Baby lacht, sagt Flo. Da hat sie bestimmt einen leichten Rucksack. Das Pärchen dort, das ist verliebt, bemerkt Mia. Ich kann mir gut denken, dass sie kleine Rucksäcke mit Flügelchen haben, so wie die strahlen. Mia und Flo haben ganz vergessen, dass sie eigentlich schlechte Laune haben. Es macht Spaß, mit Mama durch den Park zu gehen und so viel zu entdecken. Erzähl einmal, Mama, wenn der Rucksack schwer ist, kann ich ihn auch wieder leichter machen? Fragt Mia. Na klar, sagt Mama. Man kann versuchen, schlechte Gefühle und Gedanken durch gute zu ersetzen. Heute Morgen waren wir enttäuscht, weil wir nicht ins Spaßbad fahren konnten. Aber jetzt geht's mir gut, weil ich gerne mit euch beiden hier im Park bin. Und mir geht es gut, weil ich gerne hüpfe, sagt Flo und hüpft ein Stück auf einem Bein. Ich bin glücklich, weil es nicht regnet, sagt Mia. In dem Augenblick fängt es an zu tröpfeln. Mia lacht. Und jetzt bin ich froh, dass wir einen Schirm dabei haben. Genau, stimmt Mama zu. Ob der Rucksack leicht oder schwer ist, kann man ganz oft ganz gut selbst bestimmen.